Jo Leute, was geht und willkommen zu einer weiteren Reaction auf Fresh Talk live on stream. Heute reagiere ich mal mit Joker auf Ronnys unglaubliche Polizeikontrolle von Fresh Talk. Du hast das SOS vergessen. Ja, das SOS, ja, let's go. Kommissar Ronny hat ein Problem. Seit über 7 Jahren arbeitet er jetzt schon als Polizist in Westfuren, konnte jedoch bisher kaum große Erfolge vorweisen. Als Oberbulle. Ja, was ist los in dem Stadt? Als Oberbulle. Was ist los in dieser Stadt, weißt du? Ja. So ein Typ Oberbulle wird, dann kann da auch nicht viel los verweisen. Die Situation ist angespannt. Wenn ich in den nächsten Tagen keinen größten kriminalistischen Erfolg verweisen kann, dann. Ja, dann. Dann kann ich immer noch Influencer in Dubai werden, oder? Gib mir eine Telefonnummer. Volker Farm wird dann seine Polizeistation eingestellt, aber ich glaube, Influencer in Dubai ist, glaube ich, nicht das Beste. Ich habe da gehört, die haben dann da so einen Zettel, dann unterschreiben sie und dann ist Dubai die tollste Stadt der Welt. Es gibt keine bessere. Ja. Aber ansonsten darfst du nicht Influencer sein. Ja, gut. Ja. Und ich glaube, man will da gar nicht Influencer sein, aufgrund der komischen Aktionen, die da passieren, wie in anderen Ländern in der Richtung da. Ja. Trotz des humorvollen Seitenhiebes auf gewissenlose Influencer steht Hauptkommissar Ronny unter einem enormen Druck. Bei seiner heutigen allgemeinen Verkehrskontrolle muss ihm ein großer Fisch ins Netz gehen. Sie sind nicht zufällig ein Fisch? Wie bitte? Egal, Ihren Führerschein hätte ich gerne mal gesehen. Also, Frau Schmidt, wenn das denn die richtige Name ist. Frau sein? Wo soll es denn so spät noch hingehen? So spät? Es ist 16 Uhr. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Wer ist Ihr Auftraggeber? Wie bitte? Für wen liefern Sie? Für Ahmed. Ah, Ahmed also, ja. Ahmed. Der Name hört sich ja schon ziemlich verdächtig an. Nein, nein, Ahmeds Dönerladen. Ich bin der Lieferservice. Ach was? Familie. Das war auch klar, dass bei so einem Namen wie Ahmed jetzt ein Dönerladen kommt. Klischeehafter geht's aber nicht. Ja. Familie Siebke hat 3 Döner bestellt. Einen mit scharfer Soße, einen ohne Zwiebeln und einen mit Marihuana. Schön high werden vom Dönerfressen. Ich gebe Ihnen jetzt keine Chance, zu sagen, wer Sie wirklich sind. Ich bitte Sie, ich habe einmal in meinem Leben einen Strafzettel bekommen. Wegen Falschparkens, aber das ist schon ewig. Alles klar, für bestraft sind Sie auch noch. Langsam kommt die Woche. Soll ich Ahmed anrufen? Er kann alles bestätigen. Natürlich, rufen Sie den Drogenboss an, damit er abhauen kann nach Mexiko. Türkei, Mexiko, Jugoslawien, wo ist denn der Unterschied? Hauptkommissar Ronny ist verzweifelt. Ich würde auf jeden Fall mal sagen, die Lage ist unterschiedlich. Ne? Mhm. Weil Mexiko ist so Richtung Amerika und Jugoslawien, Türkei ist so Richtung, ja, so südliches Europa oder so. Ja. Ne? Da hinten an der Ecke, da beim Mittelmeer oder was da unten ist. Ne? Ja. Es ist kurz nach 10 Uhr, sein Feierabend nähert sich rasant und noch immer ist ihm kein großer Fisch ins Netz gegangen, der ihn seinen Job sichern könnte. Tja, das war's. Die Mimik allein schon. Plus alles Mickey Mouse. Hat jemand eine Idee, wie man an so einen Dubai-Influencer-Vertrag ankommt? Entschuldigung, ist das eine Kontrolle oder darf ich weiter? Fahren Sie weiter, fahren Sie weiter. Alles klar, die Familie wartet schon. Die Familie wartet schon. Was ist Moment, jetzt Moment, los? Moment. Die Familie wartet schon? Ja, meine Eltern. Wir wollen Kaffee trinken. Wie heißen Sie denn mit Nachnamen? Mit Nachnamen? Nicht zufällig. Escobar. Nein. Was möchten Sie denn? Ich will gerne mal Ihren Führerschein sehen. Papa, wer ist der hässliche Mann? Als ob jemand, der wirklich ein Abstammer vom Drogenboss Pablo Escobar wäre, erstens in Wesselburen rumfährt und zweitens einfach so seine Identität freigeben würde. Und, ja. Ne? Aber der Junge ist zu wild, ne? Ah, mit so Punkten im Gesicht. Alles gut, Luca. Nur eine Verkehrskontrolle. Also, oh, der Ausweis ist gut. McLovin aus Honolulu. Das Bild. Allein, dass es nur ein Zettel Papier ist, der aufgemalt ist, ne? Ja. Ist gar nicht mal richtig. Und dann das Bild dazu.
Ist zu wild. Ja. Jetzt weiß ich auch warum. Es gibt es wirklich als Ausweis, ne? Echt? Das, was sie in der Hand hat. Ja, wenn du McLovin eingibst, dann gibst das für. Dann ist sonst irgendwas ein Ding sein, dann gibt's das wirklich. Ich glaube, das war ein Filmcharakter oder so. Ich habe das gerade eingegeben. Kannst du mir auf Amazon so einen Ausweis kaufen, der genauso aussieht? Ja, moin. McLovin. Na, dann schauen wir mal weiter. Nerd aus dem Film zu sein. Alles klar, wir schicken eine gute Weile fort. Im Kofferraum sind Drogen. Lukas! Mein Kind hat eine blühende Fantasie. Ach, so sind die Kinder, was? Diese Fantasie immer. Denken sich immer Sachen aus, die gar nicht da sind. Wahnsinn! Kartoffelraum öffnen, aber sofort. Jetzt guckt er nicht mehr so fröhlich. Ist das nicht das Auto von dem Vater von Henning und Clarissa? Mann, der hat doch nicht 20 Autos zu. Ja, ich weiß. Ne Paprika. Ich hab das gerade nicht so richtig sehen können. Ne Paprika. Mann, jetzt hab ich den Moment. Ja, immer eine Paprika, ein Haufen Spielgeld, ein Goldbahn und eine Spielzeugpistole. Ach ja, und ein bisschen Zucker auch noch, ein bisschen Mehl noch, ne? Ja. Ist klar, es ist keine echten Sachen. Ja, aber eine Paprika. Zugeht. Besonders das Mehl in den Tüten da. Ja. Ja, die Paprika hat bestimmt eine höhere Bedeutung. Mhm. Aber man hat ja getestet, ob die Paprika frisch ist. Hier fehlt der Stiel. Mein Gott. Doch, Jackpot. Was ist denn mit dem Koffer? Ich soll ihn für einen Bekannten mitnehmen. Ist alles in Ordnung? Schönen guten Tag. Herr Kommissar, mein Name. Ja, Herr McLovin, wir haben doch ein kleines Problem, über das ich mich sehr freue. Vor allem normalerweise, er bleibt einfach sitzen, während er in seinen Kofferraum guckt, ne? Ja. Normalerweise bist du dann doch rausgebeten und darum gebeten, deinen Kofferraum zu öffnen. Ja. Ne? Ja, eigentlich. Im Normalfall eigentlich ja. Ne? Weil du dann ja freiwillig den Inhalt deines Kofferraums zeigst, halt weil du sagst, du willst, wenn du nichts zu verbergen hast, warum denn? Weil sie ja Warndreieck und sowas kontrollieren. Ja. Müssen. Was auch immer. Freue mich, ich gerade. Ich weiß leider nicht, was Sie meinen. Er meint das Falschgeld, das gestohlene Gold und die Drogen, Papa. Danke, mein Sohn. Vielen Dank. Sehr gut, junger Mann. Du könntest Polizist werden. Bist du. Aber nicht die Paprika. Die Paprika scheint nicht illegal zu sein. Nee. Ja, wer weiß, vielleicht ist in der Paprika auch Gras drin. Ist ja. Gewöhnt, weißt du? Du ein Polizist? Ja, aha. Dann lieber nicht. Wie gesagt, ich wusste das alles. Rababalabaraba, Herr McLovin. Sie sind der Grund, warum ich heute meinen Job nicht verliere. Sie sind festgenommen. Das geht nicht. Tut mir leid, Junge, dein Vater war unartig. Aber wir müssen doch noch die Organe Die Organe. Wenn das echte Organe wären, die wird das Kind auch einfach in der Hand halten, ne? Ja. Bei so Organhandel würden die auch nicht so transportieren, wie die offiziell transportieren. Ja, ja. In Kühlboxen. Nein, die hat er einfach auf dem Schoß die Herzen und Leber oder was auch immer, der irgendwelchen Menschen ausgebaut hat, ne? Ja. Die müssen nicht gekühlt werden. Die baust demnächst wieder ein, alles gut. Vielleicht noch ein Auge? Die Fresse! Du musst also noch Organe verkaufen. Ich weiß nicht, wovon er redet, also. Papa sagt, dafür bekommen wir 100.000 Kröten auf dem Schwarz. Und ein Auge. Nein, ich hab das Auge eben so gesagt. Ich wollte gerade sagen, der hat wirklich ein paar Augen. Und ein paar Herz. Schwarzmarkt. Ah ja? Kröten sind eklig. Ich fasse mal zusammen, Herr McLovin. Illegaler Besitz von Drogen, Falschgeld, Goldbarren geklaut und Organhandel, Baby. Und ein gefälschter Ausweis. Ja. Ne? Aber das Stück Papier kann man ja nicht wirklich als Ausweis bezeichnen. Nein.
Das ist kein Fisch, das ist ein dicker, fetter Pottwal! Ich kann das alles erklären, Herr Hauptkommissar. Wenn wir schon dabei sind, wie sieht's denn mit Marihuana aus? Nein. Ist in Papas Tasche. Verdammt nochmal, Lukas, ist das dein scheiß Ernst? Vor allem, er holt's auch noch raus. Er sagt es einfach und dann holt er es sofort raus, ohne dass er sagt, bitte zeigen Sie mir mal den Inhalt Ihrer Taschen oder so. Ja. Ja, das wird ja mal besser. Bitte, Herr Hauptkommissar. Ich hab Familie. Ja, die Narcos oder was? Einmal bitte so lange, bis ich Stopp sage. Na, was kommt da jetzt? Weiter. Was denn nur los? Ich glaube, er ist ohnmächtig. Ja, tolle Wurst. Ich rufe einen Rettungswagen. 25 F für die 23-2. Ja, ich brauche einmal einen Rettungswagen. Genau, zum Ach ne, hat sich erledigt. Mein dicker, fetter Pottball schwimmt wieder gerade ins Meer hinaus. Schieß sie, Trottel! Ja. Was war's dann wohl? Tja. Ich würde sagen, man sollte seinen Verdächtigen nie alleine lassen. Ja. Und andererseits ist auch immer noch die Frage, warum fährt er alleine rum? Im Fall auch zur Absicherung, damit, ne, ist fahren so. Die auch immer zu zweit rum. Ne? Yep. Damit bei einem alleine, wenn einem jemand aggressiv ist, den wird er vielleicht zusammenschlagen. Deswegen fahren die auch eigentlich immer zu zweit rum. Ja. Warte, geht noch weiter das Video. Ach nee. Ich hab ja immer noch den Führerschein! Helga und Marianne heute das TV-Programm. Mal gucken, was Helga und Marianne da wieder drüber zu meckern haben. Na, Helga kennt doch bestimmt nichts davon, sag ich mal. Dass Helga nichts kennt von diesem hochmodernen Fernsehen. Ja, na los. Ja, was denn los? Weißt du, was mich in diesen Zeiten so richtig gut ablenkt? Sag mal, das Fernsehen. Das Fernsehen? Das Fernsehen. Wieso da denn? Laufen doch gute Sachen. Bist du auf den Kopf gefallen oder was? Das ist ein schönes Programm. Was ist daran denn schön? Der Bachelor. Was da denn? Ein schmucker Mann, der so, sagen wir mal, 40 Mädels kennenlernt. Oh, alle. Und sich am Ende eine aussuchen darf. Kenn ich nicht. Ja. Ich hab bloß das vom Bachelor mitbekommen, dass es ein Riesendrama jetzt in der Staffel drum gab. Weil die eine eigentlich mochte, ihr aber keine Rose gegeben hat, sie im Halbfinale rausgeschmissen hat, weil sie eigentlich liebt, im Finale zurückgeholt hat, um sich doch dann für eine andere zu entscheiden, um hinterher sich wieder von der zu trennen und die er im Halbfinale schon mal rausgeschmissen hat und extra fürs Finale zurückgeholt hat und doch nicht genommen hat, doch mit der zu verloben oder was auch immer. Das habe ich vom Bachelor mitbekommen. Also ja, klar, ich kenne die... Das ist das, was ich mitbekommen habe. Also im Endeffekt kann man es so sagen, er liebt die eine, aber RTL wollte ein Riesendrama, damit die Staffel schön ist. Und deswegen wurde diese Geschichte... Ich meine, ich kenne es vom Hören so, aber ich habe es noch nie geguckt, so, weißt du? Ich auch nicht. Ich habe das bloß wegen, ich habe das bloß nebenbei mitbekommen, dass da ein Riesendrama drum gab. Jetzt in der aktuellen Staffel. Ist so. Ne? Ja. Im Endeffekt bloß wie ein gescriptetes Dings, wenn er dann am Ende doch die liebt und dann die nimmt, dann soll er die doch nehmen, ne? Ja. Ist die Sendung aus 50ern oder was? Ist das nur zur Unterhaltung? Dann sucht er sich am Ende eine aus, knutscht mit der rum und dann kommt das Nachtjournal mit Heiner Bremer oder was? Eigentlich knutscht er nicht wieder. Warum? Wie? Um die Frauen besser kennenzulernen. Und dann machen die anderen so mit, oder wie? Natürlich, er ist der Bachelor, er sieht gut aus. Hier. Okay, Jönning. Ja? Der mit dem kaputten Trecker? Von, Wo die Vorderachse kaputt ist? Nee, okay. Nee. Der neben Hartmanns wohnt. Ach, okay, Jönning, sag das doch. So. Der hat mir, 97 war das, hat er mir den Hof gemacht. Ja. Er macht mir den Hof am selben Abend auf dem Erntefest mit DJ Gülle. Kennst du das? Ja, gut. Hat er mir Wolf... Na, immerhin hat er ja den Hof gefegt. Ist ja immerhin schön sauber. Wolfgang Gülle. DJ Gülle. Oder so. Wolfgang Petri gespielt. DJ Gülle, super Typ. Also, auf dem Ende Gülle hat Wolfgang Petri am selben Abend sehe ich Oke mit der dicken Bertha Jems rumknutschen. Kommt ihr aus dem Dorf? Wohnt in Hamburg mittlerweile. Und dann? Jo, Marianne, da war aus die Maus. Sowas lässt eine Frau doch nicht mit sich machen.
Wo ist denn bei den Bachelor-Mädels der Stolzchen? Mussten sie abgeben, als sie den Vertrag unterschrieben haben. Und sowas nennt sich gutes Fernsehprogramm. Ich gucke ja auch noch andere Sachen. Was denn? Simon Singer. Ja. Simon Singer? Das ist doch toll, kannst du mitraten. Welch aggressiv ich das sehe. Wieso? Die Figuren? Ja. Erstmal mit ihrer piepsigen Stimme geht mir das auf den Senkel. Und dann, wie sie sich bewegen. So. Machen sie immer so. Ja. So machen sie immer. So machen die, stimmt. Und keine Mimik. Ja, wie denn? Mit so einer Riesenmaske auf. Ne? Ja. Die haben so eine 20-Kilo-Maske auf. Der ist nichts mit Mund oder so. Denn wenn die Leute noch sagen, ja, das ist der und der, weil der hat den Mund da. Mhm. Der Dino da. Das ist nicht Simon Unge, sondern das ist Sascha. Das habe ich am Mund erkannt, sagen die dann. Ja. Sascha unsympathisch, oder wie? Nein, das habe ich dir auch geschrieben. Die eine, die hat am Anfang der ersten Show gesagt, weil da war so Gaming-Musik im Hintergrund zu hören. Es musste jemand wie Simon Unge oder Kronk sein. Naja. Deswegen habe ich die ganze Staffel gesagt, oh, da ist wieder Simon Unge. Ja, gut. Ne? Ja. Wie willst du Mimik hinkriegen? Das ist so eine 20-Kilo-Maske, ne? Da gibt's nicht mit Mimik oder so. Ne? Ja. Der ist doch Köpfe für Erwachsene. Was guckst du denn so im Fernsehen? Was ich gucke? Sag doch mal, was du so guckst. Den Bergdoktor? Tierärztin Dr. Mertens. Ja. Der Bergdoktor. Oh je. Praxis mit Meerblick. Helga. Kommissar Wiesling. Das ist... Die Rosen. Das ist das öffentlich-rechtliche Serienangebot. Ne? Ja. Das ist alles das Zeug, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen rauf und runter läuft. Ja. Rosenheim, das ist doch noch Qualität, Helga. Ja? Das ist alles für alte Leute. Was? Guck dir das doch mal an, sowas läuft in der ARD und ZDF zur Hauptsendezeit. Jede Woche. Ununterbrochen. Um Himmels Willen mit Fritz Weber als Bürgermeister. Du willst mich doch nicht sagen, dass das ist verdammt für alte Leute, Helga. Nun geht das wieder los, nur weil du 2 Jahre jünger bist als ich. Öffentlich-rechtlich haben Milliarden auf dem Konto. Die könnten so tolle Sachen machen. Ja. Und was läuft stattdessen? In aller Freundschaft. Die Krankenschwestern. Ja. Und das zu Recht. Die müssen sich nicht wundern, dass die jungen Leute nur noch Netflix gucken. Was gucken? Netflix. So ein neuer Fernsehsender. Auf welches Kanal ist das? Ich empfange den. Ich habe alles durchgeguckt. Das wird er noch. Ja. Netflix im Fernsehen. Ne? Ja. Wo jeden Abend. On-Demand-Angebot. On-Demand-Angebot. Dann zeigen sie von jeder Original-Serie eine Folge, damit ihr mein Netflix-Abo abschließt. Das wäre doch nur eine Idee. Ja, aber was ich irgendwie so an Netflix irgendwie so doof finde, dass es manche Serien oder Filme gar nicht mehr gibt. Zum Beispiel die alten The Purge-Teile habe ich gesucht. Gibt es auch nicht mehr. Nur noch The Purge Anarchie. Ja, es hängt mit Lizenzen zusammen, da kann Netflix nicht dafür. Aber bei The Walking Dead läuft ja die aktuelle Staffel auf Netflix. Ja, das ist alles lizenzrechtlich. Ist doch voll dumm, dann sind sie raus. Gerade bei Sword Art Online gesehen, da war sie jetzt zwischendurch raus, haben sie wieder reinbekommen, aber wird die großartig als neu im Programm beschrieben. Die war bloß ein paar Monate raus, weil die Rechte weg waren. Was war draußen? Sword Art Online, die ersten paar Staffeln. Ach so. Die waren drin, waren dann, weil die Rechte ausgelaufen sind, raus und jetzt haben sie wieder erneuert. Und jetzt, die wurde dann gleich als neu im Programm angepriesen. Ja, moin. Ne? Ja. Obwohl sie bloß ein paar Monate raus war wegen den Rechten und so. Aber egal, ich hab sie ja eh. Naja, boah, ja, gut. Fällt mir was auf. Ne? Dann musst du dein Tenne neu ausrechnen. Will ich nicht. Was denn? Ja, Tenne neu ausrechnen. Marianne. Was? Dann sitzen sie da und wissen nicht, ob sie drücken sollen. Machen so immer so Blödsinn über den roten Knopf da. Die machen das spannend. Ja. Die sollen drücken oder nicht drücken. Was soll der Blödsinn? Ist doch eine schöne Show. Und dann haben sie sich umgedreht und dann wissen die Kandidaten nicht, wo sie hinwollen. Ist ja auch schwer. Da macht man sich doch vorher Gedanken. Aber ich weiß doch vorher nicht, wer mich nimmt. Meine Güte, woher soll ich das denn wissen? Ne? Es geht ja wohl gerade um The Voice, wenn ich es richtig mitbekomme. Woher soll ich das denn wissen? Aber wenn ich da hingehe, überlege ich mir doch vorher, ob ich zu den einen gehe, ganz links, oder zu den anderen ganz rechts. Oder zu den zwei in der Mitte. Ja. In der Mitte sitzen immer zwei. Ja. Weißt du, was ich mir schon mal so überlegt habe? Na, wir beide. Wir sind doch jetzt auch schon so ein bisschen prominent, sag ich mal. Brauche ich nicht, ich will meine Ruhe. Weißt du was? Brauche ich nicht, ich will meine Ruhe. Gehen bald
ins Sommerhaus der Marianne, ich muss, mein Mann hat Hunger. Krautwickeln mit Kartoffelpüree. Kann ich nicht. Die Krautwickeln wickeln sich immer um meinen Dünndarm und dann gibt es um den gewickelten und gewickelten Hühneraugen von. Ja, dann gute Besserung. Ja, auch. Hunger.